Schönen guten Tag, Tom Rede, mein Name von Sky Deutschland. Was darf ich für Sie tun? Ja, Studente, Sie haben vorhin bei mir angerufen. Ja, dann schaue ich mal nach, worum es geht. Wie ist die Postleitzahl denn? 25813. Ja. 813? Ja, richtig. Und der Name? Schulinder. Wie bitte? Schulinder. Mit S am Anfang? Ja, bitte. Schulinder. Ja, richtig. Können Sie mir das mal buchstabieren? Das ist Siegfried. Ja. Ulrich. Ja. Leguan. Inder. Ja. Ja. Neger. Ja. Dildo. Einstein. Ja. Und Richter. Ja, ich schau mal nach, dann melden wir uns sofort, ja? Ja, warum hatten Sie jetzt angerufen? Ich schau nach und dann kommen wir wieder auf Sie zu. Ja, aber wir reden doch gerade. Hallo? Hallo, warum haben Sie auflegen? Wenn Sie irgendwo jemanden verarschen wollen, dann können Sie das woanders machen. Wie reden Sie mit mir? Hallo? Ja, schönen Tag noch, tschüssi. Wer verarscht denn hier? Ich werde dich wieder anrufen. Schönen guten Tag, Sie sprechen mit Manuel Pfeiffer von Sky Deutschland. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo Schulinder. Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der hat bei mir angerufen und der legt immer auf und wollte nur wissen, warum haben Sie angerufen. Okay, das müssen Sie mal schauen. Können Sie mir einmal Ihren Nachnamen buchstabieren, bitte? Siegfried? Ja. Ulrich? Ja. Ludwig? Ja. Ida? Ja. Neger? Ja. Dortmund? Ja. Emil Rickert. Okay. Finde ich Sie so nicht hier drin. Müssen wir vielleicht mal anders probieren. Geben Sie mir, also wir haben Sie angerufen, ne? Geben Sie mir da dann einmal Ihre Telefonnummer einmal bitte. Vielleicht finde ich Sie darüber. In Jett, keine Problem. Das ist 04841. 04841, ja. Ja, 937. Na, wollen wir schauen. Ja, bitte. Die Telefonnummer finde ich hier nicht. Also ich wiederhole die nochmal. 04841. Ja. 935. Ja, ist nicht bei Ihnen drinnen. Nee, finde ich sie nicht, nein. Vielleicht, also unter der, haben wir Sie unter einer anderen Nummer angerufen? Nee, vielleicht ist das die Nummer von der anderen Stockwerken. Das ist bei gleiche Vorwahl, können Sie drin lassen. Das ist 694. Oh, ganz kurz, also 04841 ist das dann? Ja. 694-3492. Ja, wollen wir schauen. Ne, finde ich auch nichts. Ja, und was können wir jetzt machen? Ja, weiß ich nicht. Also da müssen Sie, wenn der Kollege nochmal anruft, dann eben dementsprechend sich dann rausnehmen lassen. Also ich finde Sie mit dem Namen nicht und mit den beiden Telefonnummern auch nicht. Ja, und was macht Ihr Firma? Ja, Sky Deutschland ist das, der Fernsehsender Sky. Das heißt also, wir haben in Ihrer Umgebung eine Programmoptimierung, ne? Und da sind wir mit einer Sonderaktion von Sky unterwegs. Und das wollten wir Ihnen einmal anbieten. Ja, und was haben Sie für Power-Angebot? Ja, das kommt drauf an, was schauen Sie denn gerne im Fernsehen? Sag ich mal so. Porno. Für Pornos? Ja. Ja, die können Sie sich dann auf Abruf alle anschauen. Sehr gut. Was soll das kosten? Also das Grundpaket, das ist da wohl 16,99 €. Ne? Das heißt, da haben Sie dann über 7.000, also Sie haben 50 Sender. Ja. Die ganzen Skybox-Sets haben Sie dabei und natürlich, wie ich schon sagte, 7.000 auf Abruffilme, die Sie sich dann jederzeit dann eben anschauen können. Ne? 7.000 Erotikfilm, 7.000? Nein, aber mit dabei. Ne? Also 7.000 insgesamt. Wie viele da nun drin sind, das weiß ich. Und wir haben auch den Sender, der im Programm mit dabei ist. Das ist der Sender Beate Use TV ist zum Beispiel dabei. Oh, kann man da so, ist das so ein Programm, das kann man so Buttplug und Blowjob und sowas, kann man das auswählen oder muss man das feste Programm nehmen? Nein, da ist es, was da ist, aber wie gesagt, in den Filmen, die Sie aussuchen können, ja. da ist, sag ich mal, alles dabei, was Sie sich da eben aussuchen können. Da ist dann so eine Liste mit Unterkategorien und das können Sie sich alles aussuchen. Können Sie mal reingucken, weil ich schon länger einen Film suche, ob man kann man den bei Ihnen angucken? Ne, das weiß ich. Ich kann ja nicht die einzelnen Filme hier raussuchen. Das weiß ich. Ich kann Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass da viele Erotik- und Sexfilme etc. laufen, die Sie sich dann auf Abruf anschauen können. Auch jede Kategorie. Das ist natürlich, haben Sie Alarm im Darm? Das weiß ich nicht. Also,
Also ich kenne nur nicht jeden einzelnen Porno und Alarm im Darm oder so, das sagt mir so jetzt nichts. Na gut, und was soll das denn bei Monat kosten? Das wären 16,99 Euro, ist eben das Grundpaket, ne? Ja. Und da können Sie sich dann eben auf Abruf eben auch sich Ihre Filme anschauen. Also das sind eben noch 50 Sender, die Sie haben, wie gesagt, mit Beate Use TV, mit allem drum und dran. Ja. Ja, wo Sie auch noch andere 50 Sender für also normales Fernsehen haben. Und wie gesagt, und auf Abruf ist eben das, was Sie sich dann eben online, wenn Sie den Rekorder anschließen, eben sich anschauen können, wo Sie sich dann eben auf Abruf sämtliche Filme anschauen können. Und das kann man, ist das dann ein Programm oder kann man das E-Mail angucken? Nee, das ist immer, das ist ja das Schöne, also jederzeit auf Abruf, so oft Sie wollen und auch zu welcher Uhrzeit Sie wollen, das ist ja eben das Schöne auf diesem Videoabruf, ne? Ja, das heißt, kann ich bei morgen gucken oder bei Mitternacht gucken, das ist egal. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sie entscheiden das ja, das ist ja das Schöne, Sky. Sie entscheiden jeden Film, den Sie schauen, entscheiden Sie, wann Sie ihn gucken und wie oft Sie ihn auch gucken, ne? Und auch kostenfrei, also das ist in den 16,99 mit drin. In ja, ist, habe Sie den Film Aufstand in der Lederhose? Das kann ich, ich weiß nicht, die einzelnen Filme, also diese Grundsachen haben wir, aber wie gesagt, die einzelnen Filme weiß ich nicht, die kann ich Ihnen nicht sagen. Ach so. Na, also es sind da Filme auf alle Fälle, aber ob wir den nun speziell haben, das weiß ich nicht. Ja, und ab wann kann man das denn gucken? Wie meinen Sie, ab wann? Ja, also das heißt, Sie würden das dann von uns zugeschickt bekommen, Sie schieben dann die Smartcard rein. Und dann können Sie dementsprechend sich das dann, Sie sind mit der Annahme des Paketes so freigeschaltet und können sich das dann sofort anschauen. Ja, also reinschieben. Wo soll ich die reinschieben? Die Smartkarte, Sie kriegen von mir einen HD Plus Festplattenrekorder, wo Sie das auch aufnehmen können und wo Sie darauf Sie dann schauen können, ne? Ja, und die kriegen Sie ja gratis dazu. Und ist das ein Fest in Datenbank oder werden da auch neue Sachen dazukommen? Nee, das ist ein Festplatten. Nee, ach so, Sie meinen jetzt die Filme? Nein, da kommen immer jeden Monat neue Filme natürlich rein. Ja, was ist, wie viel hat man da so ungefähr? Also insgesamt sind 7000 Inhalte, ne? Und ja, davon ja. Haben Sie knapp 5000 Filme dann. Ne? Und das ist eben in verschiedene Kategorien sortiert. Wie viel, sag ich mal, Sie nun an diesen Erotikfilmen oder dabei haben, das kann ich Ihnen von Ihnen nicht sagen, ist aber einiges auf alle Fälle. Und jeden Monat wird es aktualisiert, ne? Ja, und wie viel kommt da bei Monat dazu ungefähr? Das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen nicht sagen, das Ach so. Weiß ich nicht. Also das weiß ich, also es ist, auf alle Fälle ist es so, dass es diese Bank wird immer mehr. Das heißt also, zum Beispiel vor 3-4 Monaten hatten wir gerade mal 5000 Filme. Jetzt sind es insgesamt schon 7000 Filme und in jeder Kategorie kommen natürlich dann auch Filme dazu. Und das sind auch denn aktuelle Filme? Das sind auch aktuelle Filme, ja. Das ist, weil ich wollte jetzt mit einem Kumpel, der sagt mir, du musst unbedingt mal der Pizzamann mit der dicke Salami gucken, aber ich kann das bei Internet nicht finden. Und deshalb, ja, vielleicht kann man das bei Sie angucken. Ja, also wie gesagt, da sind sehr viele Erotik und Pornos dabei, aber wie gesagt, ich kann Ihnen eben nicht sagen, was dabei ist. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, weil das ist ja eine große Auswahl, da kann man ja durchgucken. Ja, natürlich, aber wie gesagt, ob da nun irgendwie der Pizzamann mit der dicken Salami oder so dabei ist, wie gesagt, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ne? Aber es sind eben auch sehr aktuelle Filme, die da reinkommen. Ja. Und wie gesagt, für 16,99 können Sie sich das dann auch alles dann dementsprechend abrufen. Ja. Also Sie können in dieser Mediathek, können Sie dann auch nachschauen, gibt es verschiedene Kategorien und so weiter. Wie gesagt, was da jetzt genau drin ist, da bin ich nicht so bewandert, aber auf alle Fälle wird es jeden Monat aktualisiert, ne? Ja, und kann man da auch so aktuellen Filmen von Kino wie Spenminator gucken? Sowas, ja gut, das wird dann, sobald die dann aktuell raus sind aus der Bibliothek, können Sie das natürlich auch schauen, ne? Sehr gut, sehr gut. Und das ist auch so Serienprogramm? Wie bitte? Serien, so Schulmädchen-Report und sowas? Ja, deswegen sagte ich ja, Sie sind auch in diesen 7000 Inhalten, sind also Serien dabei, Da sind Filme dabei, da sind auch noch Dokumentationen, sag ich mal, für normales Programm dabei. Ja. Und deswegen sage ich ja, das müsste man sich am besten vor Ort mal anschauen. Da können Sie dann das einmal sich dann komplett anschauen. Und das wäre dann natürlich möglich, klar. Einzige, was Sie einmal Kosten haben, sind einmal die 12,90 Euro Lieferung und die Aktivierungsgebühr der Smartcard, dass Sie schauen können, haben wir anstatt 59 Euro einmalig 29. Ja. Und monatlich sind es immer nur 16,99 und dabei bleibt das dann. Und was war jetzt das Angebot, von dem Sie gesprochen haben? Ja, das für 16,99 das und, Paket, was und ich was, sagte, das was, und was kostet normal? Normal kostet das 30 Euro. Oh, das ist, okay, das haben Sie das selber zu Hause? Ich habe das selbst zu Hause, ja. Ja, aber wie gesagt, schau mir da... Ja, bitte? Ja.
ich sage mal, ich schaue mir da, sage ich mal, meistens etwas andere Sachen an. Also können Sie mir auch nicht sagen, ob Sie anale Stufe roter bin? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich kenne nicht jeden einzelnen Film, ne? Also ja. Diese Filme, die Sie mir jetzt alle genannt haben, sagen mir so nichts. Also ich weiß, wenn ich da mal durchschaue, dass da viele Filme dabei sind. Das weiß ich. Aber wie gesagt, nur welche Filme weiß ich nicht, ne? Ja, weil es gibt ja auch so einen, das ist der längste Filmtitel von Deutschland. Die haben dafür auch einen Preis bekommen. Das heißt Darmstadt, hier findet der Verkehr in Darmstadt. Ja, das also, da Sie kennen Filme, das ist unglaublich. Ja, natürlich. Das ist so ein Hobby von mir. Ja, also wie gesagt, ich kann Ihnen da wirklich die einzelnen Filme wirklich nicht sagen. Also das ist das, was ich sagte. Sie haben ja auch, wenn ich Ihnen das zuschicke, haben Sie es ja immer 14 Tage Zeit zu testen. Ja. Sie können da dann die ganze Videothek durchschauen, können dann schauen, was da für Filme sind etc. Und dann können Sie ja schauen, ob Ihnen das dann eben gefällt oder ob Ihnen das dann eben nicht gefällt. Ne? Ja, das ist sehr gut. Mögen Sie so Actionfilmen? Genau, das ist eher so mein Metier, genau. Ja, dann kann ich Ihnen eine Empfehlung machen. Da können Sie mal die Pimmelpiraten 1 bis 5 gucken. Das ist sehr gut. Ja, und auch bisschen Knistererotik mit denen, aber auch viel Kampf mit, also die Kämpfe dann nicht mit die Säbel, sondern mit anderen Sachen. Ja, das kann ich mir denken, ja, genau. Ja. Na? Oder okay, also wenn Sie vielleicht jemand eine Frau kennen, die mag eher so Frauensachen, da gibt es auch solche Sachen wie 3 Schwengel für Charlie. Okay, ja, wie gesagt, ich habe jetzt auf alle Fälle schon einiges an Sex gelernt heute von Ihnen. Ja. Na, und oder fick it like Beckham. Ja, okay, mag sein. Ich kann Ihnen da gerne das einmal zukommen lassen, dann können Sie sich die ganzen Filme anschauen. Wie gesagt, für mich persönlich sind die so nix. Ich bin eher so, wie gesagt, Actionfilm, der mit anderen Sachen fechtet, ne? Und ich kann Ihnen das gerne wieder zukommen lassen, dann können Sie sich das gerne einmal nachschauen. Also das können wir gerne einmal tun. Haben Sie das schon mal mit einer Lavalampe probiert? Nein, noch nicht. Aber wie gesagt, also ich glaube auch denn, also das ist nicht mein Ding. Also wie gesagt, entweder lasse Ihnen das dann zukommen, dann müsste ich es hier suchen oder eben dementsprechend nicht, ne? Also. Und wie lange wird die Lieferung dauern? 2 bis 3 Werktage. Und ist also dann... Wenn wir es heute rausschicken, also es wird ja, gibt es 17 Uhr, geht das heute noch raus, dann müsste das Montag, spätestens Dienstag, denke ich mal, bei Ihnen sein. Und muss man dann noch, wie bei Telefon oder Internet, muss man dann noch gewartet machen oder kann man das einfach reinstecken und loslegen? Nee. Einfach los. Das ist also mit der Paketannahme automatisch. Ne? Das heißt, Sie nehmen das an. Die Smartkarte kommt dann da rein und dann können Sie gleich loslegen. Ja. Aber muss man da Gleitgel nehmen oder kann man das so reinstecken? Nee, also die Smartkarte können Sie so reinstecken. Da brauchen Sie kein Gleitgel für. Also ist das quasi wie bei den Filmen Schwänze raus in Krankenhaus. So kann man das machen. Ich kenne die Filme nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Möchten Sie das denn jetzt haben oder soll ich Ihnen das denn nicht schicken? Wie lang ist denn Vertragszeit denn? Ist das ein Jahr? 12 Monate ist das, ja genau. Und wird es beim nächsten Jahr dann auch noch so günstig bleiben? Nee, Sie müssten dann rechtzeitig kündigen, ne? Und dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie es im zweiten Jahr dann eben auch so günstig haben wollen oder nicht. Aber Sie sind nicht verpflichtet, den teuren Preis zu nehmen, weil ich sagte, das würde dann regulär 30 Euro kosten. Ja, ne? Aber das wird bei zweite Jahr dann auch bei 16 Euro bleiben? Genau, richtig. Also Sie kündigen, Sie rufen dann an und dann kriegen Sie es für 16,99 weiter. Ja, genau. Das ist sehr gut. Mögten Sie vielleicht, weil wir haben so eine Club, mögten Sie vielleicht für das Programm, dass wir für Sie Filme machen? Nein, danke, brauche ich nicht. Ist, ne? Kann man da vielleicht mal mit Programmmanagement ein E-Mail bekommen? Nee, leider nicht. Ja, Sie können natürlich zu Sky schicken, das können Sie natürlich gerne machen, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, aber ich will den derjenigen einfach Hardcore-Porno schicken. Da muss man ja vorher fragen, möchte sie das prüfen für das für Programmen? Einfach an Sky sonst schicken. Das ist ein anderes Thema. Wir müssen jetzt erstmal sehen, möchten Sie das jetzt haben oder nicht? Ja, sehr gerne. Ja, aber müsste ich Sie hier aber einmal suchen. Wie gesagt, dann müssten Sie mir noch einmal, wie gesagt, die Telefonnummer, die Sie mir jetzt gegeben haben, ja? Ja. Moment, das war 04841, war das? Kann man das auch auf einen Firmennamen machen? Nee, das geht nur auf Sie, also nur auf Sie privat geht das. Und weil ich wollte das für den Club haben. Ach so, nee, das geht leider nicht, das tut mir leid, ne? Und wenn ich das, kann ich das auf meinen Namen machen, aber bei Adresse von der Club, ist das machbar? Das geht, ja, bloß wie gesagt, wir müssen Sie dann aber erstmal einmal, wir haben Sie angerufen, wir müssen Sie hier einmal dann rausfinden, ne? Das geht natürlich. Ist das,
Genau. Ist es dann Steuerbezug, wenn ich das mache? Oder kann man das machen? Das kann man natürlich machen. Ja, können Sie dann einmal bitte aufschreiben? Na, Sie müssten mir einmal nochmal Ihren Namen geben. Ich muss Sie erstmal suchen. Das heißt, ich muss Sie dann gleich zurückrufen unter dieser Nummer, ja? Das ist Parkplatz Bums Club Hamburg. Ja, okay, nee, das geht leider nicht. Das tut mir leid. Also, wie gesagt, ich würde sonst jetzt auch das Gespräch beenden, ja, weil das bringt so nichts, ne? Soll ich Ihnen einmal eine Einladung schicken? No.